Frauen erleiden sehr, sehr viel seltener einen Herzinfarkt als Männer. Und trotzdem ist die Sterblichkeit, wenn Frauen einen Herzinfarkt haben, viel höher als bei Männern. Außerdem brauchen sie ungefähr eine Stunde länger in der Notaufnahme, wenn sie einen Herzinfarkt haben, als Männer. Und woran das liegt, das klären wir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir helfen, dass du dir selbst besser helfen kannst. Und das mache ich mit meinem Fachwissen, was ich dir einfach verständlich vermittle. Und du denkst, hey, wow, wo ist der Haken? Super Sache. Es gibt keinen Haken. Das Einzige, was du mir Gutes tun könntest, wäre ein Abo dalassen. Vielen Dank. Ja, tatsächlich, stell dir mal vor, du hast einen Herzinfarkt, bist eine Frau, sitzt zu Hause und kommst in die Notaufnahme und wirst erst eine Stunde verspätet wirklich diagnostiziert als Herzinfarkt. Dadurch hast du natürlich eine höhere Sterblichkeitsrate als Männer, die einfach eine Stunde früher entsprechende Diagnostik und eben frühere Therapie bekommen. Eine Studie aus Großbritannien hat gezeigt, dass 50%, die Hälfte der Herzinfarkte, falsch oder gar nicht diagnostiziert werden bei Frauen. Und das hat einen bestimmten Grund, den möchte ich mit dir jetzt mal klären. Kurz die Basics, was ist eigentlich ein Herzinfarkt, auch Myokardinfarkt genannt? Myokard ist quasi die Muskulatur des Herzens. Und hier kommen wir schon zum großen Punkt. Muskulatur will immer versorgt werden mit Blut, weil da Nährstoff und eben auch Sauerstoff drin ist. Kommt es zu einer mangelnden Durchblutung oder mangelnden Versorgung dieser Muskulatur, dann streikt die Muskulatur und kann sogar kaputt gehen. Genau sowas passiert beim Herzinfarkt. Unser Herz ist versorgt mit sogenannten Herzkranzgefäßen, auch Koronararterien genannt, die quasi über das Herz drüber laufen. Ist hier ein Herzkranzgefäß verstopft, verlegt oder was auch immer, die Versorgung ist nicht mehr hundertprozentig gewährleistet, kann das Areal, welches dieses Herzkranzgefäß versorgt, nicht mehr so gut pumpen. Und dadurch kann es natürlich zu einer Minderversorgung dieser Muskulatur kommen und zu Funktionseinschränkungen des Herzens kommen. Und wie du vielleicht weißt, bräuchten wir unser Herz relativ dringend, um zu leben. Und deswegen ist der Herzinfarkt eine riesige Notfallsituation. Stellt man also die Durchblutung eines Herzkranzgefäßes, welches verstopft ist, nicht relativ schnell wieder her, dann haben wir mit großen gesundheitlichen Folgen oder auch dem Tod zu rechnen. Also zählt jede Sekunde beim Herzinfarkt. Umso perfider die Vorstellung, dass man eine Stunde verliert in der Notaufnahme, wenn man einen Herzinfarkt hat, als Frau. Wir haben also schon gehört, ja, Herzinfarkt tritt bei Frauen seltener auf, hat aber eine höhere Sterblichkeit. Bei Frauen tritt der Herzinfarkt auch später auf. Man sagt so roundabout 10 Jahre nach der sogenannten Menopause. Wie du aus diesem Kanal schon zigfach gelernt hast, hoffentlich, ist die Menopause der Zeitpunkt der letzten Regelblutung. Also 10 Jahre, nachdem deine Periode versiegt ist, hast du das höchste Risiko. Woran liegt das denn eigentlich? Werbung in eigener Sache. Das liegt an den guten alten Hormonen, die dir jetzt fehlen. Und wie man dagegen vorgeht, was für andere Risiken vielleicht auch der Hormonmangel birgt, welche Symptome man auch haben kann, das alles erkläre ich dir in unserem Wechseljahrskurs. Und dieser Kurs ist nicht nur für Betroffene sehr, sehr lehrreich, weil ich da alles erkläre, was es um das Thema Wechseljahre und die Therapie so zu wissen gibt, sondern es ist auch für Kolleginnen und Kollegen sehr hilfreich, denn es gibt Fortbildungspunkte. Es ist eine offizielle Fortbildung mit CME-Punkten. Also schau auf jeden Fall mal hier vorbei, guck dir den Wechseljahre-Kurs an. Ja, das Östrogen hat enormen Einfluss auf nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern viele andere Dinge aber eben auch. Und deswegen wissen wir bei Frauen 10 Jahre nach Menopause im Hormonmangel nimmt die Herzinfarktrate zu. Fragst du dich jetzt auch, könnte ich das verhindern, indem ich vielleicht körpereigenes Hormon, Östrogen zum Beispiel, wieder zu mir nehme? Das klären wir in diesem Wechseljahrkurs. Jetzt kommen wir zur großen Krux. Warum werden Frauen später diagnostiziert? Warum hat jemand vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass es ein Herzinfarkt ist? Warum gibt es überhaupt die Falsch- und Fehldiagnosen? Weil Frauen nicht die typischen Symptome haben wie die Männer. Größtes Problem, dass die Männergesundheit und die Männermedizin in den letzten Jahrzehnten dominiert hat und alle auf dem Schirm haben, wie sich ein Herzinfarkt bei Männern äußert. Ihr kennt das sicherlich alles, dieser Thorakal, also dieser Schmerz im Brustkorb, das Ausstrahlen in den linken Arm oder auch ins Kinn, in den Rücken, Atemnot, all das haben wir auf dem Schirm. Wenn das in einem Film läuft, denken wir, oh ja, dieser junge Herr oder alte Herr oder wer auch immer hat jetzt einen Herzinfarkt. Die Symptome von Frauen
hat kaum jemand auf dem Schirm. Auch das ärztliche Ersthilfepersonal nicht und das führt eben zu diesen Schwierigkeiten, die wir angesprochen haben. Aber wie sind jetzt eigentlich die Symptome bei der Frau bei einem Herzinfarkt? Druck und Engegefühl in der Brust, da kommt ja so eine leichte Parallele zu den Männern und die Frauen haben oft das Gefühl, der BH sitzt zu straff, zu stramm. Man hat hier vorne so einen Druck, aber auch hinten in der Mitte des Rückens ein Druckgefühl, was sehr unangenehm sein kann und auch zu Kurzatmigkeit führen kann und auch Schweißausbrüchen. Dazu können kommen Übelkeit, aber auch Schmerzen im Oberbauch, so ein Ziehen in den Armen, eine unglaubliche Müdigkeit und auch Depressionen. Also gar nicht so spezifische Symptome, die sofort darauf schließen lassen, du hast einen Herzinfarkt. Aber Symptome, die man definitiv, wenn sie neu aufgetreten sind oder auch plötzlich aufgetreten sind, ernst nehmen sollten. Und was tue ich, wenn ich den Verdacht habe, diese Frau könnte einen Herzinfarkt haben oder auch dieser Mann? Erstens, die 112 wählen. Setze einen Notruf ab, bleib ruhig, erzähl die Situation, erzähl, wer du bist, wo du bist, worum es geht und hole im ersten Schritt erstmal Hilfe. Setze die betroffene Person in eine angenehme, halbsitzende Position, vielleicht mit aufgestellten Beinen. Hat den Hintergrund, dass jetzt das Herz-Kreislauf-System auf jeden Fall entlastet werden soll. Was du auf keinen Fall machen solltest in so einer Situation, sind die Beine hochzulegen. Das führt zu einer Mehrbelastung des Herzens. Das Blut fließt zum Herzen zurück. Das Herz muss mehr pumpen, kann aber unter Umständen nicht mehr pumpen, weil gerade ein Koronargefäß zu ist und deswegen der Muskel nicht mehr gut funktioniert. Also ist die halbsitzende, bequeme Position die Position der Wahl. Was du außerdem für dich, aber auch die betroffene Person machen solltest, versuche Ruhe zu vermitteln. Hilfe kommt, es ist alles in Ordnung, alles wird gut etc. Jetzt ist es wirklich wichtig, auch das Herz zu beruhigen. Die Aufregung ist groß, man will jetzt die Herzbelastung einfach niedrig halten. Wenn es im tiefsten Winter ist, die Person hat einen dicken Schal an oder das Hemd ist bis oben zugeknöpft, die Krawatte ist fest, dann lockere das alles. Sorg dafür, dass diese Person jetzt gut Luft bekommt, denn das Herz, was eventuell nicht mehr so viel Sauerstoff transportieren kann, braucht viel Sauerstoff. Und deswegen ist auch die Luftzirkulation eine ganz, ganz wichtige, dass du hier alles Schnürende auf jeden Fall lockerst. Sollte betroffene Person keinen Puls mehr haben, nicht mehr atmen, bewusstlos sein, dann solltest du natürlich Ersthilfe machen im Sinne einer Herzdruckmassage. Übrigens ist das das Wichtigste. Wir alle kennen natürlich die Herzdruckmassage und auch die Atemspende. Die Herzdruckmassage hat auf jeden Fall Priorität und hier solltest du ungefähr auf 100 bis 120 Schläge die Minute kommen, also Drücke die Minute kommen. Das ist sehr schnell, das sollten wir alle regelmäßig wiederholen, üben, was eine Herzdruckmassage ausmacht, in welcher Intensität, in welcher Tiefe wir auch drücken müssen. Das ist so anstrengend, dass man sich eigentlich nach spätestens 2 Minuten mit einer anderen Person abwechseln muss. Und das Ganze soll fortgeführt werden, bis die 112 wurde angerufen, das professionelle Personal da ist und eben übernehmen kann. Wichtig ist, dass die Herzdruckmassage durch diese 2 Atemhübe eben nicht länger als 10 Sekunden unterbrochen wird. Da sieht man auch mal, wie wichtig es ist, das Herz erstmal zu unterstützen und die Atmung erstmal sekundär ist, was das betrifft. Jetzt hast du gelernt, dass die typischen Symptome beim Herzinfarkt der Frau gar nicht so typisch sind und trotzdem sehr, sehr ernst genommen werden sollten und dass es wirklich um jede Sekunde geht. Wenn dir dieses relativ neue Format auf diesem Kanal gefallen hat, dann lass es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Dann kann ich mal so aus der intensiv- und allgemeinmedizinischen Warte, was die Frau betrifft, auch ein bisschen mehr erzählen, wenn gewünscht. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.